Hey Leute, ganz kurz vorab, ein Teil des Bildes ist leider abgeschnitten, das lag am Aufnahmeprogramm. Das Spiel ist natürlich nicht so aufgebaut, also das ist nicht, dass ihr jetzt einen falschen Eindruck bekommt. Ja, Musik ist leider auch irgendwie nicht abspielbar, auf dem iPad sieht das Ganze aber deutlich besser aus. Ja, nicht, dass ihr jetzt einen falschen Eindruck bekommt, so ist das Spiel natürlich nicht mit dem Bild abgeschnitten und mit der Musik fehlend, also es ist viel Musik im Spiel und auch das Bild natürlich richtig. Ja, das wollte ich nur sagen, also ja, dann viel Spaß beim Video. Today, our crusade comes to an end. After years of searching, we found it. Beneath these ruins lies the temple housing the primal heart. And we now wield the one weapon capable of shattering it forever. Colin's hammer, which was used to forge our world before the gods shattered it in anger. We lost many good men in the quest to locate the fragments and recast this divine artifact. Today, we honor those sacrifices. Many believe that when Colin cast his hammer down upon Herod and that he had forsaken us. But we, the Knights of the Flame, never abandon hope. We alone have stayed faithful to the great architect. And now, in his name, we wield his hammer. And with it, we will shatter the primal heart and destroy the abominations that threaten our world once and for all. Knights, charge! Und damit herzlich willkommen zu Order in Chaos 2 Redemption. Ja, ich spiele das Ganze gerade auf Windows. Das ist eigentlich ein Spiel, was mehr für mobile Geräte gedacht ist. Ich spiele es auch hauptsächlich auf meinem iPad. Nur fürs Let's Play habe ich kein Aufnahmeprogramm für das iPad gefunden. Ja, das ist einfach so ein Neben-Let's Play, was einfach auf meinem Kanal läuft. Ich versuche das so zweimal die Woche zu bringen oder so. Am Anfang natürlich etwas öfter, weil das Spiel jetzt neu rausgekommen ist vor einem Tag. Ja. Und zwar ist es der zweite Teil von einem MMO. Ja, und normalerweise gibt es ja auf mobilen Geräten bekanntlich keine MMOs, zumindest keine richtigen. Aber Order in Chaos Online, der erste Teil, war schon immer so ein richtiges MMO, was es zumindest halbwegs mit ich sag mal, PC-MMOs aufnehmen konnte. Natürlich nicht komplett, aber halbwegs. Ja, ich habe den Teil, bevor ich mit Minecraft angefangen habe, ich sag mal so 2, 3 Jahre gespielt. Und deswegen ist das so ein kleines Herzensprojekt, was ich einfach mal starten möchte. Ja, und ich würde sagen, beginnen wir einfach mal. Ja, man könnte vielleicht schon an der Steuerung erkennen, es ist mehr für mobile Geräte gedacht. Deswegen könnte es doch mit der Steuerung etwas schwierig werden, aber ich werde mal versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Also irgendwie wird das schon klappen mit der Steuerung. Ja, drücken, berühren oder klicken. Also man kann hier entweder sich so bewegen, ist aber unnötig. Mit WASD geht es natürlich besser. Auf dem iPad gibt es auch so einen Steuerknüppel, womit man ziehen kann, anstatt dass man hier immer klicken muss auf dem iPad. Okay, da bin ich wieder. Sorry für den Cut. Ich wollte gucken, ob meine Aufnahme läuft. Und ja, wir waren ja gerade beim Spiel starten. Wie gesagt, nicht wundern wegen der Steuerung. Ja, aber kriegen wir schon hin. Man kann auch mit Leertaste springen. Man muss übrigens nicht hier springen. Das wird hier nur angezeigt, weil es jetzt für mobile Geräte ausgelegt ist. Aber man kann auch mit Leertaste springen. Also nicht wundern. Ja, dann sprechen wir mit dem Typen. Berühren oder klicken. Okay. Eigentlich ganz normal MMO-Steuerung. Bloß es wird hier halt nochmal extra für Touch angezeigt. Okay, also ihr könnt das Ganze mal wie ein MMO steuern, bloß es wird halt noch trotzdem hier angezeigt, weil es halt eigentlich für Touch ausgelegt ist. Ja, aber okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Das ist übrigens das Tutorial, also wir sind nicht die ganze Zeit dieser Typen, muss ja auch noch einen Charakter und alles erstellen. Das ist jetzt nur das Tutorial, wo wir hier als Typ starten. Ja, hier seht ihr, hier wird das extra auch nochmal für PC erklärt, finde ich cool. Für iPad wird es natürlich dann für iPad erklärt. Und ja, berühren oder klicken, angreifen. Ja, unser erstes Skill ist im Prinzip das automatische Angreifen. Beziehungsweise ihr könnt auch den automatischen Angreifen auf Kombos verteilen. Das finde ich auch extrem cool. Oh, ich habe gerade irgendwas. Irgendeinen Skill habe ich gerade angewandt. Der wird mir aber nicht angezeigt.
ja, auf jeden Fall ein MMO, was hier viel auf Touch ausgelegt ist. Ihr seht, viel auf Touch ausgelegt, aber man kann es halt auch wie ein ganz sowas MMO steuern. Ihr seht, mit 1 und 2 kann man noch hotkeyen. Man muss da nicht unbedingt draufklicken. Aber ich werde es trotzdem machen, weil ich es einfach so angewöhnt habe, wenn man es angehört hat. Ich habe es mir einfach so angewöhnt, damit ich es ausgelegt. Ja. Ich muss mal klicken, um das Aufgabenziel zu finden. Okay. Ja, gehen wir mal weiter. Ja, die Linie können wir hier mal aktivieren, wenn wir auf die Quest tippen. Sehen wir hier, müssen der Hilfslinie folgen. Und wenn die mal verschwinden sollte, kann man hier oben immer draufklicken, dann wird sie wieder neu angezeigt. Weil nach ein paar Minuten verschwindet die. So. Ja, wir müssen uns jetzt hier reinbegeben. Das ist wie gesagt nur das Tutorial. Jetzt müssen wir Karl ins Hammer nehmen. Nehmen wir ihn mal. So. Okay, jetzt haben wir ihn hier. Und dann müssen wir jetzt das Urherz finden. Ja, hier geht das weiter. Das ist übrigens ein bisschen groß auf dem PC eingestellt. Also mehr so wie auf dem iPhone dargestellt. Auf dem iPhone sind die Symbole hier auch noch kleiner. Dementsprechend. Also es ist mehr so wie auf dem iPhone dargestellt, anstatt wie auf dem iPad. Ja, ihr könnt das Ganze übrigens auch auf Android spielen oder halt auch auf Windows. Ja. Der Angriff. Jetzt hat er für uns das zerstört. Und wir begeben uns mal ins Urherz. Oder wir können das Urherz. Und da kommt auch schon unser Bossgegner. Ja, ihr habt übrigens auch gerade den Film gesehen. Das ist im Prinzip die Vorgeschichte. Weil, das Spiel sieht aber auch direkt mit dem Spiel, hier müssen wir berührt, das sind immer neue Gesten. Das Spiel ist 600 Jahre nach dem ersten Teil und ist halt sozusagen die Fortsetzung. Natürlich ist ein komplett neues Spiel, weil es wird auch Updates geben, es wird komplett, es wird eigentlich ein MMO werden, was für Mobilgeräte eigentlich gedacht ist, also nicht so für PC, aber was man auf PC spielen kann, wenn man zu Hause ist zum Beispiel. Ja. Es ist übrigens nicht plattformübergreifend, das heißt, meine Charaktere sind auf iOS habe ich halt Charaktere, aber auf Windows sind sie jetzt im Prinzip nicht. Also auf jeder Plattform hat im Prinzip ihre eigenen Server und ihre eigenen Charaktere. Das heißt, das Ganze speichert sich leider nicht. Das wollte ich nur eben sagen. So, jetzt müssen wir hier berühren. Und das Urherz ist der Schmetter. Dann haben wir das Tutorial eigentlich schon erschafft. Ach, erschafft, geschafft natürlich. Ja, das kam unerwartet. Ja, ich werde es wahrscheinlich nicht jetzt vorlesen, das ist unnötig. Die Grafik ist übrigens auf dem iPad viel, viel besser als auf dem PC. Fragt mich nicht warum, aber es ist so. Und ja, aber ist ja nicht so schlimm. Und jetzt haben wir hier, Sie sehen, wach auf. Und dann kommen wir mit diesen schönen Worten in einen Ladebildschirm. Und nach diesem Ladebildschirm können wir auch unsere Charakter erstellen. Also ich finde das, Pop-Benachrichtigung, okay, mach. Ich finde das cool, dass beim ersten Starten des Spiels ist es übrigens nur so, dass man halt hier so eine kleine Einführung hat, die mehr so cool dargelegt ist, also in der Story schon dargelegt ist. Und ja, wir können jetzt hier einen neuen Charakter erstellen. Wir werden jetzt Weißspitze nehmen. Das soll wohl der bevölkerungsreichste sein, zumindest auf iOS. Ich habe leider für meinen Main-Show auf iOS Tiefengrund ausgewählt. Aber wir werden hier auf Windows Weißspitze auswählen. Vielleicht ist das ja auch der bevölkerungsreichste. Ja, weiter. Hier können wir dann jetzt unser Volk auswählen. Da können wir jetzt entweder männlich oder weiblich auswählen. Ich nehme jetzt mal männlich natürlich. Und jetzt können wir hier zwischen Mensch, Mendel, Elfen, Orks oder Kratan auswählen. Kratan hat kein Geschlecht, das heißt, er ist im Prinzip nur männlich. Und ja, wir werden jetzt, da ich schon Kratan als Mensch habe und ein Elf als, ich glaube das war ein Elf, ja, ein Elf als zweiten Char, werde ich mir entweder einen Mendel, einen Mensch oder einen Ork machen. Ork finde ich nicht so geil. Ich glaube, wir nehmen einfach mal den Mendel. Ach, den Mendel habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Da habe ich nur in Order in Chaos 1 mal ein wenig gespielt. Ja. Ja, jetzt können wir die Klasse hier auswählen. Da gibt es einmal den Krieger, dann einmal den Waldläufer. Das ist halt so ein Ranger, Bogenschütze. Ich glaube, teilweise auch Assassine. Man kann ihn, glaube ich, auch kurz Assassine skillen. Ich weiß nicht.
zumindest im ersten Teil ist es so. Dann Magier, ja, brauche ich nichts viel zu sagen. Blutritter, das ist eine neue Klasse, die in Order and Chaos 2 dazugekommen ist. Die gab es in Order and Chaos 1 nicht. Da gibt es in Order and Chaos 1 die Flammenritter, die neu dazugekommen sind. Die gibt es jetzt hier nicht. Und dann gibt es noch den Kleriker, mit dem kann man halt auch heilen und angreifen. Also heilen, aber hauptsächlich. Und ja, wir werden jetzt mal gucken. Entweder wir nehmen den Krieger oder den Waldläufer, weil einen Magier und einen Blutritter habe ich schon. Ein Blutritter als Main-Char und einen Magier als zweiten Char. Ja, deswegen werde ich mal gucken, wen wir so nehmen. Ich finde einen Krieger persönlich zu, ich sag mal, eintönig. Deswegen, also das ist halt so Standard. Deswegen nehme ich einfach bei dem Waldläufer, der ist doch ganz cool. Ja, okay, Waldläufer, komm. Passt schon. Ja, hier können wir jetzt unser Aussehen bearbeiten. Da gibt es noch nicht so viel, aber es wird noch viel dazu kommen. Es ist ja jetzt erst in der ersten Phase, ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen. Also ja, wie gesagt, die Grafik ist auf dem iPad viel, viel besser. Und für ein Spiel, was eigentlich für mobile Geräte gedacht ist, kann man auch nicht so viel erwarten. Aber auf dem iPad ist es echt mega, mega nice. Ja, könntest du dort zottelig oder gescheitelt auswählen. Wir nehmen jetzt einfach mal zottelig und als Haarfarbe dann einfach mal weiß. Weiß sieht doch als Mäntel ganz gut aus. Klicken auf weiter. Können dann jetzt hier unser Gesicht bearbeiten. Die sagt noch nicht so viel, aber kommt alles noch. Amrist. Was nehmen wir da denn? Die Musik ist gerade auch übrigens ausgegangen. So, dann nehmen wir das. Das sieht doch ganz okay aus. So, Körper. Können wir jetzt hier nochmal die Hautfarbe auswählen. So, dann nehmen wir jetzt auch mal das hier, komm, sieht doch lustig aus. So, als Schade wir dann jetzt Freeze, wenn es geht, weil auf iOS ist er zwar schon belegt, weil ich ihn halt belegt habe, aber auf Windows ist ja halt ein anderer Server und so, da müsste es noch frei sein. Ja, erstellen. Und jetzt können wir hier als Anfangsort einen Anfangsort auswählen. Entweder Seemannssteg oder Klippenfels. Und ich finde Klippenfels ganz cool, weil ich halt den Seemannssteg schon viel auf meinem Hauptschar durchgespielt habe, auf meinem zweiten Char, der ist erst Level 2, also da habe ich halt bei Klippenfels noch nicht so viel gemacht. Deswegen wähle ich jetzt erstmal einfach mal Klippenfels aus, weil ich halt Seemannssteg schon viel gespielt habe. Ja, spielen. Und da erstellt auch schon unseren Char. Und dann kommt noch gleich ein Ladescreen, aber die Ladezeiten sind eigentlich ganz okay, finde ich. Ja, wie gesagt, kostenlos, Free-to-Play ist es. Es könnte ein wenig nicht Pay-to-Win will ich nicht sagen, aber ein wenig, ich sag mal, komisch vorkommen, ne, gibt so Tatkraft. Die soll eigentlich nur davon abhalten, dass ihr nicht mehr als 5 Stunden spielt. Ihr könnt also 4 bis 5 Stunden pro Tag voll durchquesten. Wenn ihr länger spielen wollt, müsst ihr halt die Tatkraft wieder auffüllen. Das kostet halt ein wenig, nicht sehr viel, ein wenig echt Geld, also wirklich kaum was, nur ein bisschen. Das soll im Prinzip davon abhalten, dass ihr auch um andere Sachen macht. Also Online Course ist jetzt wirklich klar, wenn ihr im Endlevel seid, könnt ihr natürlich auch durchsuchten. Da gibt es halt sowas wie Tatkraft nicht, außer Erschöpfung von Kerkern. Aber ja. Also ich finde es aber trotzdem nicht so schlimm. Ja, übrigens, Katan läuft langsam, habe ich das Gefühl, weil Mendel läuft eigentlich recht schnell. Auf jeden Fall haben wir jetzt die erste Quest erhalten, sprich mit Hauptmann Colton. Machen wir das doch direkt. Und ja. Also jetzt die ganzen PC-MMO-Zocker werden jetzt sagen, oh, das ist doch nichts Besonderes, jetzt müssen wir so Prostler killen. Aber ich kann euch sagen, es ist ja für mobile Geräte gedacht. Und wie geil ist das denn? Ihr könnt auf eurem mobilen Gerät, auf eurem Handy oder Tablet, könnt ihr einfach ein MMO zocken. Ja, also für PC ist es jetzt unbedingt gedacht. Natürlich, ihr könnt es auch auf PC spielen, wenn ihr sagt, es ist so übertrieben geil. Aber hauptsächlich ist halt von mobile Geräten gedacht. Naja, und ich habe das in der letzten Zeit auch viel durchgespielt, also viel durchgezuchtet. Ich habe jetzt, wie gesagt, natürlich nicht länger als jetzt so 4 Stunden oder so gespielt. Aber ich habe es halt schon recht oft gespielt. Und irgendwann so nach 5 Stunden ist auch mal genug, da hat man dann auch einfach keinen Bock mehr. Zumindest meiner Meinung nach. Ja. Übrigens könnt ihr nur so die Kamera bewegen, könnt ich mit WASD. Und ja, also mit rechter Maustaste könnt ihr die bewegen. Oh, was hat er denn? Hä? Hä? Warum läuft der nach hinten? Ist der behindert?
Okay, jetzt geht's wieder. War anscheinend gerade wieder zu Fehler. Ah, okay. Habe ich schon die runtergezogen, die Spot ist. Berühre oder klicke auf das markierte Symbol, um die Abenteuerkarte zu öffnen. Und ja, jetzt kann ich euch auch mal hier die Karte zeigen. Zusätzlich immer juckt niemand Kartenlegende, Gesten. Doppelklick, das muss ich mir angucken, konzentrieren will. Ja, okay. Okay. Ja, also im Prinzip hier ist so die Karte. Man kann schon mal so ein wenig rauszoomen. Ja, hier ist so im Prinzip unser Anfangsort. Und ja, das ist hier Klippenfels. Und wenn wir halt mit Klippenfels durch sind, kommen wir halt hier. Ich denke erstmal zur Hauptstadt, das ist wenn ich Koramir. Das ist halt die Hauptstadt von Haradon, also von diesem MMO. Ja, ist ganz cool, ist auch eigentlich relativ groß. Ja, kann man machen. Auf jeden Fall, nachdem wir das gemacht haben, kommen wir halt hier hin, questen uns hier halt durch. Da bin ich auch schon bald durch. Ich bin halt Level 12 auf meinem Major. Ja, das Level dauert relativ lang, weil es eigentlich so viel Level gibt. Ja, dann questet man hier auf Eisspitze. Dann auf Steppenburg, dann zum tiefen Grund. Und ja, Level 45 ist das Maximum Level. Aber ihr seht ihr, hier gibt es noch relativ viel Platz. Hier wird auf jeden Fall irgendwann ein Level Cap kommen. Und ich denke, so lange wird es nicht dauern, wenn hier schon die Umrisse eingezeichnet sind. Also irgendwann wird es bis Level 60 oder so gehen. Also da kommt noch was. Aber für den Anfang finde ich, ist die Karte schon relativ groß. Hier können wir auch nochmal die anderen Welten sehen. Die habe ich mir selbst noch gar nicht angeguckt. Ja, ziemlich nice. Ich finde es sieht noch ziemlich freemium aus, das Spiel, aber das hindert wirklich dich am Spielen. Es sieht zwar freemium aus von der Karte her, aber Leute, es ändert wirklich nichts am Spielen. Die Welt sieht ja auch hier ganz nice aus. Und ja, ich werde jetzt hier aber mal auf die Uhr, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, ich bin jetzt, wenn ich zusammengeschnitten habe, auf 15 Minuten. Deswegen werde ich hier die Folge beenden. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Freut euch auf weitere Folgen. Es werden momentan viele kommen, aber bald werden weniger kommen, weil, ja, erst nämlich viele auf und irgendwann werde ich dann auch so das auf zweimal pro Woche oder einmal pro Woche reduzieren. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen und bis zum nächsten Let's Play. Jetzt weiß ich nicht, wie man die Verbeugung hier einstellt. Übrigens, hier ist das Chat-System. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Erkläre ich euch auf jeden Fall in der nächsten Folge. Haut rein und ciao.